Sega. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem neuen Let's Play Pack. Und zwar zu Let's Play Binary Domain. Ich bin es, euer MC Muffix, und wir beginnen nun mit diesem neuen Let's Play Projekt. Ja Leute, Binary Domain. Eines der wohl, ja, interessantesten Titel, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. So viel kann man gleich zu Anfang sagen. Binary Domain ist ein Third-Person-Shooter, der ein nettes Feature hat. Und dieses Feature ist nämlich, dass man eine Sprachsteuerung hat. Wir können hier wirklich mit unseren Teammates sprechen. Im Endeffekt hört sich das jetzt nicht spannend an. Man hat eben einen Team-Shooter, man hat zwei Begleiter, man kann in Deckung gehen und schießen. Und man hat eben diese Sprachsteuerung, wo ich sagen kann, Schieß! Oder Deckung! Oder Hau drauf! Hau drauf wäre super Ding. Und das war es im Endeffekt schon. Das mag der erste Anschein sein. Dahinter versteckt sich aber eins der besten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Binary Domain hat eine der schönsten, interessantesten Welten, die ich seit langem im Videospiel gesehen habe. Und das erste Mal, als ich Binary Domain gespielt habe, war ich wirklich umgehauen. Das Spiel ist aus dem Hause Sega und ist 2012 erschienen. Und ist aus dem Hause Yakuza Studio, die ja im Endeffekt für Sega nur das Yakuza-Franchise machen. Dieses gigantische Open-World-Yakuza-Studio. Reihe, die immer tolle Geschichten hat. Binary Domain ist ein unglaublich tolles Spiel und man darf sich nicht trügen lassen. In den ersten paar Momenten und in den ersten paar Parts werden wir auch merken, dass Binary Domain erstmal nicht sonderlich interessant aussieht, aber umso länger man es spielt, umso besser sieht man, wie das Spiel wird. Binary Domain ist ein exzellenter Shooter mit einer grandiosen Geschichte und einer Superwelt. Das Spiel hat es allein bei mir schon mal gekauft, da es ein Spiel im sogenannten Cyberpunk-Universum ist, also in der leichten Zukunft. Jetzt nicht 2000 Jahre, wo wir durchs Weltraum fliegen, sondern dass es die Welt in einigen Jahrzehnten zeigt. Und normalerweise geht es ja den Menschen schlecht. Roboter sind überall, die Konzerne regieren alles. Etwas, was es auch in einem Deus Ex oder in einem Blade Runner gab. Und ich liebe diese Form von der Erzählung, weil jedes Mal war es was Großartiges. Binary Domain ist eines der ganz wenigen Spiele, die ebenfalls in diese Genre geht. Und allein deswegen ist Binary Domain schon mal großartig. Ich habe dieses Spiel das erste Mal gespielt und dachte, okay Leute, netter Shooter mit Sprachsteuerung. Ich verlinke hier mal ein Video, wo ich die Sprachsteuerung getestet habe. Das ist sehr amüsant. Wir werden das natürlich ohne Sprachsteuerung spielen, sonst wird es ein bisschen chaotisch. Aber eins ist klar, Binary Domain ist ein großartiger Shooter und ich würde sagen, nun fangen wir an. Wir starten mit einem neuen Spiel. Und ich würde sagen, aus dem Mob Survivor. Eigentlich sind wir der Survivor, Mann. Aber ich würde sagen, das reicht schon. Starten wir nun mit einem neuen Spiel. Und, meine lieben Leute, ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Intro und ja, diesem großartigen Spiel. Anweisungen von der Leitung der Internationalen Robotik-Technologie-Agentur. Vor 42 Stunden beauftragte die Leitung der IRTA eine Rost-Crew mit einem verdeckten Einsatz in Japan zur Untersuchung einer möglichen Entwicklung von menschenähnlichen Robotern durch den Amada-Konzern. Ihr Befehl lautet, die Staumauer der Bucht von Tokio zu überwinden und die Slums der Unterstadt zu infiltrieren. Sie werden sich mit weiteren internationalen Teams treffen und gemeinsam Amada aufsuchen. Dies ist eine verdeckte Operation ohne Wissen oder Zustimmung der japanischen Regierung. Sollte es zu einem Kampf mit örtlichen Einsatzkräften kommen, wird IRTA jedes Wissen abstreiten. Viel Glück! Chapter 1. Hit and Run. Kapitel 1. Zuschlagen. Hey Marshall. Willkommen in Japan, Bruder. Das ist mein Willkommen? Dein hässlicher Arsch? Ha!
Wo zum Teufel sind meine tanzenden Geishas? Du weißt ja nicht, was ich unter diesem Anzug trage. Ist das spitze? Yo, Dan, lass uns nochmal das Kommunikationssystem austesten. Wenn du mir was sagen oder auf etwas antworten willst, nimm das Funkgerät. So, wir haben hier, wie gesagt, jetzt gleich mal die schöne Wahl, ob wir hier das Sprachgerät benutzen. Wir benutzen es natürlich nicht mit dem Mikro, sondern mit der ganz normalen Sprachsteuerung. Ja, so. Wir können jetzt nämlich L2 drücken und dann können wir natürlich sagen, geklärt! Jetzt wenden wir uns unserer Ausrüstung, dem Handhaben von Waffen und Kampftechniken zu. Wenn du glaubst, du brauchst das nicht, können wir es auch lassen. Was meinst du? Okay, also los, Kumpel. Okay, zuerst ist Schießen an der Reihe. Siehst du das Schild da vorne, Dan? Okay, schieß auf das Schild. Das Ziel lässt sich besser treffen, wenn du zuerst eine Schusshaltung einnimmst. Gut geschossen, Dan. Hast wohl geübt, was? Denk ans Nachladen, wenn deine Munition knapp wird. Du willst nicht ohne Kugeln in der Scheiße stecken. Du kannst Feinden auch auf die Pelle rücken und sie mit deiner Waffe schlagen. Okay, als nächstes sehen wir uns mal deine Handfeuerwaffe an. Nimm deine Handfeuerwaffe und schieß auf das Schild. Cool. Ein Glück, dass du auf unserer Seite bist. Okay, das reicht. Okay, Kumpel, weiter mit der Mission. Hier drüben. Okay, Leute, ich wollte es gleich mal sagen. Anfangs sieht es jetzt noch nicht nach aus, nach dem, was ich hier groß prophezeit habe, nach dieser tollen Handlung. Und es beginnt auch ziemlich flach. Ich meine, diese Sprüche, die sich hier unser guter Freund Big Bo und unser schöner Marshall an Kopf schmeißen, sind jetzt alles andere als intelligent. Aber glaubt mir, Leute, es kommt noch. Es kommt noch. Was hast du so vor, wenn du hier fertig bist? Du als Weiberheld? Lass mich raten. Mädels, Strand, Sonne? Haha, wusste ich's doch. Ganz der Alte. Tja, dann beeilen wir uns besser. Denn wir sind bereit für die Frauen und den Strand. So, und da, Wasser haben wir immerhin schon. Aber so macht man das, Big Bow. So, lala, okay, gut. Du haust die Türen ein und ich und tanzt mir noch hier das Geisha vor. Käfer 2 an Basis. Laut und deutlich, Käfer 2. Linie gesichert, Ziel angepeilt. Momentane Position 35 Grad, 6356 Sekunden zu 139 Grad, 7724 Sekunden. Ja, danke, Major. Und jetzt nochmal verständlich. Sie nähern sich der Zielinfiltrationsstelle, Klugscheißer. Sie liegt nur einen Kilometer weit vor Ihnen. Ja, wir sind gleich da. Sollte kein Problem sein. Nicht vergessen, wenn Sie innen an der Ufermauer sind, müssen Sie Funkstille bewahren. Wir teilen die Verbindung, wenn sie durch sind. Irgendwelche letzten Worte? Ja, sagt deine Mama, ich liebe sie. Das habe ich gehört, Boateng. Basis Ende. Sorry, auch wenn der Spruch flach war, ich fand ihn gut. Entschuldigung, der war zwar so flach, aber der war schon wieder gut. Wie wäre es mit etwas Bodenunterstützung? Dafür werden Sie noch bezahlt, Boateng. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt. Hast du etwas anderes erwartet? Nicht seit Sie dich den Survivor nennen. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Hey, das war nicht meine Idee.
Los jetzt! Bist du soweit? Na klar, Partner. Damn, die Dinger sind gefährlich. Das war für den Spruch mit der Mami. Auf ihre Beine. Okay, Leute, und wie wir hier gleich sehen, wir haben keine Menschen als Gegner, sondern Roboter. Und was ist das Coole an Roboter? Sie bestehen aus Einzelteilen. Und ihr seht, zack, was hier so geil an dem fließt. Man sieht richtig schön, wenn man die Gegner hier abschießt. Genau. Los, blass den das Metallgehirn weg. Bin dabei. So, man sieht nämlich so schön, wie man hier den Robotern die einzelnen Stücke abhauen kann. Sei es der Kopf, die Arme, die Beine. Das ist ziemlich großartig, Mann. Und sie laufen dann halt immer weiter, weil wenn wir in den Kopf abschießen, wenn wir es hinbekommen, gut, merkt ihr das am zack, ihr seht, dann laufen sie einfach nur planlos rum. Und jetzt, komm, hol mal, da sind doch noch ein paar mehr. Bleiben wir in Deckung, aber die kommen auch nicht näher. Big Bo, was sagst du dazu? Bo, lass mich da wieder meine Deckung. Leute, Mann, der hat einen Gegner, bei dem läuft das ein bisschen leichter als bei mir. So. Und es sieht halt auch so cool aus, Mann, wie man hier den Robotern die einzelnen Stücke abschießt. So, und ihr seht, die haben hier so kleine miese Maschinen, wo sie hertransportiert werden. Bam! Bam! Muss man mit Schmackes machen. So, nun haben wir hier die Stoßwelle freigeschaltet. Unsere schöne Waffe hat nämlich ein Sekundärfeuer und wenn wir das aufladen, jo, dann können wir das aufladen und dann macht's Bam! Teil ist mega stark, aber frisst eine Menge. Legen wir los, Big Bow. Also baller nicht rum wie ein Verrückter. Spar dir die Energie. Aber ich baller gerne rum wie ein Verrückter. So, und ihr seht, man, wie cool das einfach aussieht, man. Jetzt haben sie kaum noch Beine, Mann. Und manchmal robben sie dann noch so am Boden. Das haben wir vorher schon gesehen, Mann. Das ist gigantisch. Dann sollte man lieber davor kaputt machen, oder? Geschafft, Dan. Gute Arbeit. Dan, man, kannst du bitte in Deckung gehen? Nicht, oder? Dann müssen wir das halt auf die altmodische Art und Weise machen. Nicht nachgeben. So, und jetzt hat man es mal schön gesehen, man, wie er da am Boden so ganz elendig krabbelt, man. Das sieht doch einfach geil aus, Mann. Man sieht ja auch so schön, wie hier die einzelnen Schraubenteile von den Robotern wegfliegen. Sieht so cool aus, finde ich persönlich. Mit Schmackes. Bam. Hey, ich sagte Bam. Meinst du das noch immer? Ah, scheiße, ein Grand Ranzer. Für den reicht unsere Schusskraft nicht. Das hat gerade noch gefehlt. Lauf! Lauf! Ja, wohin? Ja! Scheiße, geben die. Ich lauf! Ich lauf! Ja, fertig mal, soll ich ihn wegboxen? Ihr habt die Stammauer. Was müssen wir uns hier anlegen? Alles klar. Geh, ich geb dir Deckung. Alter vor Schönheit, Kumpel. Ich lach mich schlapp. Wow! Geronimo! Die Schleuse öffnet sich sicher, um den Tanker da durchzulassen. Lass uns da mitfahren. Wir brauchen perfektes Timing, sonst sind wir voll am Arsch. Du musst schnell sein. Fertig? Okay, kein Problem. Also, schnell schwimmen und ganz weg, ganz schnell weg vor diesem gigantischen Roboter. Okay, folgender Plan.
Wir müssen uns vorwärts bewegen, ohne entdeckt zu werden. Big Bo. Mein zweiter Name ist Dave. Okay, eigentlich ist mein zweiter Name Bob. Eigentlich nicht, aber es wäre gut. So, okay, ja, ich versuche mein Bestes. Oh, Stealth Roboter. Tauch runter! Ich kann mich nicht bewegen! Oh. Sag das halt! Ich dachte bei Gamepad hackt. Das war ganz schön knapp, Mann. Wir müssen uns beeilen. Die Zeit drängt. Hier drüben, Kumpel. Ich beeile mich doch, Big Bo. Okay, tauchen. So. Runter. Ich dachte für einen ganz kurzen Moment, unser guter Dennis ist einfach abgetaucht und kommt nicht mehr hoch. So. Die Welt retten. Wir haben die richtigen Prioritäten. Das sagst du so leicht. Das mit der Welt retten ist definitiv leichter. 2 Minuten. Oh, wow, oh, wow. Oh. Das könnte knapp werden. Warte noch etwas. Dann los. Okay, ich bin direkt hinter dir. Big Bo, weise mir den Weg. Er schaut mich an. Das Tor ist offen. Komm her, und zwar ein bisschen plötzlich. Ja, was kann ich dafür, Mann? Dich hat er nicht verfolgt. Mich verfolgt Scheiße, dieses dumme Ding. Und jetzt komm. 1 Minute 17, komm. Hey, schau dich an, der Big Bo schwimmt da, kein Mensch stört. Und ich werde hier von dem beobachtet. So, jetzt aber. Jetzt gib Gas, Junge. Halt dich am Tanker fest, schnell. Nicht atmen, nicht röcheln. Ha! Leicht, oder? Jetzt können wir chillen. Halt dich fest, Kumpel. Okay, das war's. Hoffentlich geht's auf der anderen Seite ruhiger zu. Nicht, dass ich dran glauben würde. Okay, Leute, das war doch schon mal ein erster actiongeladener Part Binary Domain. Wir versuchen das nächste Mal mit unserem Team hier aus Dan und Dan the Man und Big Bro über unter der Mauer, eher so wie es aussieht, durchzukommen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen werden, ohne von den Robotern zersiebt zu werden. Bis zum nächsten Mal, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.